Überholvorgang auf der Rostocker Autobahn. Man wird ausgebremst von Menschen mit drei Buchstaben im Kennzeichen. UER. Wo immer das herkommen mag. Es ist aber immerhin ein Kia. Bremst verliert. Der Bremst verliert. Auf welcher Tanke? Wo der gelbe war? Ja, na klar. Und was nee, nicht auf der Tanke. Ich dachte, du hättest deswegen angehalten. Nee. Gin and Tonics on the run. You wanna try that? Wo ist denn Platz? I got the boss to rock the song. Ich probier mal einen Schlückchen. Make your move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing. So if your feet is frozen, I'ma die to see you. Was ist das für ein Auspuff? Nee, der hat so einen Top. Fangen wir an. Welche Farbe hat das Auto? Weiß. Danke. Er wird nicht mal Zeit haben für einen Abschiedsbrief. Noch eine gute Gurke. Jetzt zum Trinken schauen. Ja, natürlich. Oh. Hey, ja, wir sind ja auf der Suche nach dem perfekten Gin Tonic heute. Das heißt, ihr müsst ein paar Sachen besorgen. Die erste Anlaufstelle in Zittau, da ist eine Eisdiele. Tut dem Mann nicht weh, der weiß noch nicht, dass ihr kommt. So, habt ihr die Aufgabe gelöst? Absolut. Ziel sicher erreicht. Ja. Was war's? Das Ziel ist nicht letzter werden. Und Aufgabe gelöst schon? Ja, klar. Und, was erledigt. Habt ihr? Ja, ist hier drin, verrate ich nicht. Tschüss. Was ist das? Fancy? Das ist, na, mal gucken, wo wir das hinverkaufen. Wahrscheinlich also, wir haben das nicht. Sagen Sie bitte die Weide, wir haben das nicht. Also leider, wir haben so Erdbeeren und wir so. Wir müssen weiter. Weiter. Also viel Glück, viel Spaß. Ne? Pass auf. Ciao, Marco Polo, Deutsche Vita, machen wir die Reklame. Machen wir. Super, Dankeschön. Ciao. Ja, und welcher Motor ist drin? Du, das ist jetzt 2 Liter Diesel. Automode geht ab wie Schmitzkatze. Mir dürft ihr das verraten. Ist das so? Ja, ich fahr ja nicht mit. Ich hab eine Gurke in der Hand. Ach Gott, Alter. Wachhalter. Oh. Bingo. Steffen fährt vorweg ganz schnell, weil er muss eine Wiese suchen, wo wir dann auch eine der Prüfungen machen. Das ist nämlich Faris Cucumber. Da gilt es mit dem 1er Holz, eine Gurke möglichst weit zu schlagen. Meine Damen und Herren, wir sehen, hier sind Profis am Werk. So, das nächste ist auf der Strecke. Da treffen wir uns dann im Gardebusch. Da gibt es dann eine Reminiszenz an Herrn Meier. Da ist nämlich der goldene Löwe. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. Startnummer 760. Was ist hier los? Die Weite beim Gurkenabschlag? 23 Meter. Ja, aber es war ja ganz klar geschummelt. Also ich hätte selbstverständlich disqualifiziert in diesem Moment. Ach, ich muss ganz ehrlich sagen. Na, wenn man mal nicht Spaß machen darf, nee, das will man ja auch gar nicht mit. Außer wir finden auch noch was, wo wir hier irgendwie verhumsen. Kurze Frage, hast du sämtliche Prüfungen abgelegt? Wir haben fast alle Prüfungen. Gurken haben wir viele gesehen, so komische Autos. Sag mal, warum haben wir so auf dich warten müssen? Was war los? Weil wir total uns verfahren haben. Ich weiß nicht, wir sind völlig in die falsche Richtung. Und da, amerikanische Momente, meine Damen und Herren. Fluder Joe in seinem extra Spraydosen patinierten amerikanischen 8-Zylinder 7,6 Liter Big Block. Lass ihn hören! Das ist jetzt hier wirklich mal was ganz Absurdes. Das dafür hat sich das absolut schon gelohnt. Ich schalte nochmal, ich gebe nochmal ganz kurz zum Radetzky-Marsch. Also, ahoi. Das Kiewitz Moor ist ein Schießstand und da werden wir dann versuchen, mal auf Tontauben zu schießen. Kids with guns. Oder auch das, was eigentlich in den 2 Schuss, 2 tote Hasen. Wow.
lustig ist das hier, ne? Aber gar nichts. Herr Sprung, nächstes Mal die richtige Adresse raussuchen. Gott sei Dank bin ich mit dem Pkw da. Zu Fuß würde ich jetzt keinen Schritt mehr machen wollen. Ja, grüß dich, servus. Jetzt sind wir hier am Oktoberfest. Jetzt haben wir es quasi gerade geschafft, bitte. Jetzt habe ich mir da mal ein kleines anschenken lassen. Das ist die kleine Mast. Das gibt es auch noch in einer größeren Einheit. Die ersten Autos, die sind schon da, aber das sind nur die modernen. Ich weiß nicht, wo die alten hin sind. Aber jetzt warten wir gerade und dann werden wir den Parcours hier reinfahren und dann werden wir da die Autos packen und dann geht es aber mal zünftig los. Ja, herrlich, herrlich. Es hat Spaß gemacht. Wir haben wenig getrunken und sind wenig Auto gefahren. Es sind ein paar Ausfälle da gewesen, aber sonst im Großen und Ganzen alles super. Alles André, da gewesen. Und du bitte? Alles da gewesen. Frank sagte schon, Bremsflüssigkeit weg, Schlüssel verloren. Neue Hinterachse, neues Kardangelenk. Bombastisch, super, grandios. Ein Fazit, ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Es war ein Träumchen. Urkomisch, von der ersten Sekunde an. Großartig. Alles stimmte, perfektes Wetter, gute Leute, gute Stimmung. Wir warten auf 2011 und sind gespannt. Nächstes Jahr wieder dabei. Selbstverständlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das war richtig geil. Danke. Okay, wir machen die Rallye nochmal, die war so lustig. Und dann kam die Flasche Bärenjäger auf den Tisch und dann war eigentlich die Idee geboren, dieses Jahr gehen wir auf Bärenjagd und bauen alles drumherum.